Ja, vielen Dank. Guten Tag, mein Name ist Yuki Godoy. Mein Thema ist nochmal 150 Jahre Beziehungen zwischen Deutschland und Japan und die Zukunft. Liebe Anwesende, seit 150 Jahren gibt es zwischen Deutschland und Japan diplomatische Beziehungen. In diesem Jahr feiern wir also die 150-jährige Freundschaft zwischen Japan und Deutschland. Ist die Welt flach? Die Universität Tokio, Toshiko Matsui. Wir wissen schon, dass das historische Zentrum wechselt oder überhaupt kein historisches Zentrum mehr festzustellen ist. Im 21. Jahrhundert muss Japan diese Tatsache im Gedächtnis behalten, denn Japans Wirtschaftslage wird immer ernster. Guten Tag, meine Damen und Herren. Meine Rede handelt darüber, wie in Deutschland gelernt wird. Die Erziehung übt einen großen Einfluss auf die Menschen aus. Wie man denkt und wie man sich benimmt, hängt von der Erziehung ab. Demzufolge kann man ohne Übertreibung sagen, dass Erziehung die Gesellschaft prägt. Nun möchte ich also das deutsche Schulsystem in Frage stellen und eine Alternative vorschlagen. Hallo meine Damen und Herren, ich bin Akiko Nii. Mein Thema ist mein Leben mit Deutschland. Aller Anfang ist schwer. Sommer 2007, obwohl ich erst seit 3 Monaten Deutsch lernte, hatte ich mich spontan entschlossen, nach Deutschland zu fahren. Nun war ich alleine in München gelandet. Ich wollte nämlich mit eigenen Augen sehen, wie das echte Deutschland ist. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, schönen guten Tag. Mein Name ist Yukari Isaka und ich studiere an der Fremdsprachenhochschule Tokio Germanistik. Heute möchte ich über das Erziehungsprojekt sprechen, in dem ich mit meinen Mitstudenten ehrenamtlich arbeite. Ein Praktikum an einer Sonderschule für geistig behinderte Kinder teilgenommen. Ich sollte mich da um eine Oberschülerin kümmern. Sie konnte kaum richtig sprechen und sich auch nicht allein umziehen. Meine Damen und Herren, heute möchte ich von meiner Erfahrung mit der deutschen Sprache erzählen. Ich bin in Deutschland, in Weimar geboren. Als ich 5 Monate alt war, bin ich mit meiner Mutter nach Japan gezogen. Meine Mutter hat mir von klein auf Märchen, Geschichten und Gedichte vorgelesen, mit mir Lieder gesungen und im Alltag mit mir Deutsch gesprochen. それでは7位から発表させていただきます。7位、Herzlichen Glückwunsch。それでは6位発表させていただきます。6位、Nun der sechste Preis, er geht an, Saki Yoshioka。続いて5位発表させていただきます。5位、Und dann der fünfte Preis, Yukari Isaka。4位 Nun der vierte Preis, er geht an Akiko Nii。続いて3位発表させていただきます。3位 Den dritten Preis hat erst dritten Kento Sugii。
それでは2位発表させていただきます。2位、den zweiten Preis ergeht an Toshiko Matsui。それでは1位発表させていただきます。1位、Yes, the last prize, Yukiko Doi。1位入賞者の方にはルフトハンザードイツ往復航空券と図書カード5万円が贈られます。